Wir müssen gucken, dass wir ein neues Eve bekommen. Willkommen im Zirkus der Werte. Du Hacken Eve Spritze. Oh. Sei froh, dass du gestern nicht reingeguckt hast. Das war das Mal, wie oft ich gestern gespeichert habe in diesem Spiel. Ah, kann ich nicht machen. Muss immer speichern. Ja, das ist halt so ein Tick aus aus Dragon Age. Weil das Spiel so häufig abgeschmiert ist. Ah, muss ich immer speichern. Habe ich gerade schon gespeichert? Ich speichere, glaube ich, nochmal. Willkommen im Zirkus der Werte. So, wo ist denn der letzte, der uns jetzt fehlt? Vorhin damals war ich noch schlimmer. Ich bin zwei Schritte gegangen, auch schnell safen. Oh, hier liegt eine Armbrust. Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. What the fuck war das? Ja, das war jetzt nicht unbedingt die klügste Idee. Wie nennst du mich? Im Boot. Es will mir gefallen. Passt. Hä? Ja, wegen Rauchvergiftung. Ich habe schreckliche Dinge gesehen und noch schlimmere Dinge selbst vollbracht. Danke. Du hast mich daran erinnert, dass noch nicht alles Licht auf der Welt erloschen ist. Ich schicke dir eine kleine. Sie wird dir behilflich sein. Was haben wir denn sonst noch so? Camouflage, Essen, Eve-Link. Hab das Gefühl, dass das bei dem mir gerade nichts bringt. Wir machen mal den Dieb mal rein. Sex und Bandagen. Nicht Sex und Bandagen. Snacks und Bandagen. Meine Güte. Ja. Das habe ich auch rausgenommen. Was war denn sonst noch hier? Äh,
Wie macht man das mit dem Blitz rein, glaube ich? Statische Entladung. Ich muss hier mehr Slots kaufen. Mhm. Guck mal, ich kann die direkt zweimal untersuchen. Aha. Was? Wieso? What the fuck? Wo kommt der denn jetzt her? Wow, Junge, was ist denn bei dir kaputt? Jetzt habe ich keine Fassade mehr. Ach ja, ich muss der neue kaufen. Aber wieso greift der mich denn jetzt an? Ich check's jetzt nicht, warum der mich jetzt nochmal angreift. Wir landen bei dem Quicksave eben. Ganz checken tue ich das jetzt nicht. Vielleicht wegen dem Dieb, weil ich den nochmal untersucht habe. Jetzt überhaupt? So, ich gucke mal eben hier durch. Den Big Daddy nehmen wir mal eben raus. Ein Steel Dummy könnten wir zum Beispiel gleich mit reinnehmen für den Typen. Den Dieb könnten wir noch mit reinnehmen. Warte. Ich kriege mir da ein bisschen mehr Munition, das wäre gar nicht so schlecht. Den Rest lasse ich jetzt erstmal drin. Vor allem speichern, deswegen ist auf der F8-Taste keine Fähigkeit belegt, wa? Die Dinger hätten uns doch gefunden. Aber ich check das nicht, warum der Big Diddy uns gerade attackiert hat. Ach nee, genau, hier konnten wir das nicht kaufen. Das war ja unten, wo wir es kaufen konnten, das Eve. Nee, hier waren wir schon drin. Wir müssen ja wieder runter zu dem Eistypen. Ach, die kann ich nicht nochmal untersuchen. Warte mal, waren hier oben nicht in der Ecke noch irgendwie Verbandsgäste oder sowas, was ich nicht mitnehmen konnte gerade? Oh, hier. Ryans Stalljunge. Ryans korrupte Politik scheißt alles voll.
Und Cullen rennt rum und beseitigt den Dreck, wo er kann. Aber anstatt dafür eine Kehrschaufel zu benutzen wie jeder andere Knecht, säubert Cullen die Landschaft mit eingängigen Melodien und geschickten Wortspielen. Egal wie schön es auch klingt, an dem Geruch von dem, was er wegputzt, ändert es nichts. Der Big Daddy ist schon wieder aggro auf uns. Kann es sein, dass der in die Mine gelaufen ist? Speicher mal. Wir müssen den ja dann umlegen. Aber ich will jetzt erstmal gucken, was habe ich denn noch an Munition? Hätte ich natürlich besser das Ding mitgenommen, dass der uns hilft, ne? Der wird in die Dingsmine gelaufen sein, die wir unten noch hatten. Wolltest du mich auch nur auslachen? Wieso denn das? Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Sie daran. Vandalen sind Parasiten. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Vandalen sind Parasiten. Ah, ich hab kein Eve. Ob sie uns jetzt auch finden? Das Kamille ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Nee, es ist, glaube ich, ganz gut. Und der ist so hoch, den können wir nicht hacken. Also, das schaffen wir von der Zeit einfach nicht. Wir brauchen aber eher Eve. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der uns jetzt neutral gegenüber ist. Er ist mir auch zu hoch. So, jetzt helfen wir doch mal. Wichtig ist, ne? Immer regelmäßig speichern. Damit man auch alles hinbekommt. Das ist ja jetzt gewollt, also das wissen wir mittlerweile. Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken.
Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. So, wir sind ja wise. In Kälte stehen. Ja, jetzt setze das Bild in den Rahmen ein. Mal sehen, was wir da haben. Du flatterst durch das Fort und löscht unterwegs Leben aus. Du bist keine Motte, du. Du bist ein Engel. Ich habe noch nie einen Engel gemalt. Vielleicht sollte ich es mal. Anderen Worten, er wird sich jetzt auch mit uns anlegen. Ach, guck mal, da sind doch die Dinger da, die habe ich doch vorhin noch gesucht. So, was haben wir denn überhaupt? Gesundheitsupgrade nehmen wir auf jeden Fall mit. Upgrade nehmen wir mit. Was wollte ich denn mitnehmen? Technik-Slip? Boah, gute Frage. Experte 2. Boah. Nee, wir nehmen mal den Körperslot mit. Jetzt habe ich hier natürlich keinen, wo ich das reinpacken kann, ne? Mit dem Körperslot. Ich speichere mal eben. Oh, guck, hier habe ich was liegen lassen. Aufgestanden. Wieder. Schon zum zweiten Mal diese Woche. Seitdem mein Gesicht. Steinman hat an mir gearbeitet, aber seit der Explosion war es nicht mehr so wie vorher. Wenn ein Mädchen so lange allein ist. Hat es Zeit zum Nachdenken. Wer könnte mich so sehr hassen, dass er mich so nicht hat? Das habe ich ihnen angetan. Ich denke ständig an all die Verbrecher und Terroristen, die Rhein am Apollo Square eingekesselt hat. Und ich werde so zornig. Manchmal bekomme ich kaum Luft. Wo sie nur zur Rede stellen und ihnen sagen könnte, was sie mir angetan haben. Wie sie mein Leben und Rapture ruiniert haben. Das Chamäleon ist schon mal schönes. Das gefällt mir. Oh, der blöde Alarm geht mir auf den Sack. Ich muss aber jetzt eh nochmal zurückgehen, weil ich will nochmal gucken, ob ich da irgendwas voll machen kann mit der Kraft. Dass wir da so ein bisschen mehr Power reinbekommen. Achso.
Das stimmt. Ah, guck mal hier. Welchen habe ich denn jetzt erhöht? Kraft habe ich erhöht, ne? Kamillen habe ich drin, Evelyn 2. Gut, dann lasse ich das drin. Mit dem Einnahme. Warte mal, das tauschen wir mal aus. Machen wir mal den Big Daddy mit rein, sicherheitshalber. Wir müssen nach unten. Oh, jetzt nervt der aber ganz schön. Das war mit Absicht. Ich bitte diesen Wutausbruch. Du musst einem alten Narren sein Temperament verzeihen. Die Geburt steht kurz bevor. Die Schmerzen der Wehen können die Urteilskraft trüben und sogar den edelsten Geist zum triebhaften Tier werden lassen. Mal gucken, ob ich alle Waffen mal durchladen. Warte. Mine. Haben wir nur eine? Haben wir nur eine? Haben wir einen Schrot? 8 Kugeln. Okay, noch ein Geschenk? Ja, wir nehmen mal noch einen Verband. Aber Eve kann ich bei dir nicht holen, ne? Nur hacken. Ah, verdammt. Also wir müssen mal gucken, ob das unser Hack-Skills ein bisschen verbessern, glaube ich. Wer hat denn die vorhin noch hier rumgeballert, die Irren? Gab's hier noch irgendwo was? Nö. Ich würde jetzt sagen, einfach mal spontan nein. Das ist die Frage, wie es geht. Wie geht's jetzt weiter? Garten, okay, wo soll das sein? Karte, habe ich immer eine Karte? Peter Hector Rodriguez. Okay, ich muss die Treppe hoch anscheinend.
Ach, das ist die Ecke, wo wir vorhin... Wo wir vorhin drin waren, ne?